Kalkwerk wird normalerweise von mehreren Nutzern gleichzeitig verwendet. Dennoch erscheint und arbeitet die Software für jeden User ein bisschen anders. Zum Beispiel der Anwendername ist bei jedem User anders. Dann die Einstellungen, wie jetzt hier Sprache für die Bedienoberfläche oder auch Sprache der Angebote, Sprache und Art der Lernvideos, werden auch beim Programmstart geladen. Allerdings kann man gewisse Sachen auch manuell ändern. Wie jetzt hier zum Beispiel, ich kann jetzt zum Beispiel die Sprache manuell auf Englisch umstellen. Okay. Zusätzlich zu diesen Spracheinstellungen werden auch die Befugnisse jedes Nutzers beim Start automatisch geladen. Was heißt Befugnisse? Befugnisse heißt, welche Art von Produkte darf ich anbieten? Also jetzt hier der Manfred Muster kann jetzt diese 12 Produkte anbieten. Ein anderer Nutzer könnte vielleicht nur die ersten 8 anbieten. Da kann diese gar nicht mehr anbieten. Die sind gar nicht sichtbar bei ihm. Auch zum Beispiel, wenn ein anderer Nutzer auf seine Temperaturklasse geht, dann sieht er nur die ersten 3 Temperaturen. Er sieht nicht mehr die anderen 2, weil er ist nicht befugt, solche Geräte oder solche Produkte anzubieten. Ditto für Baugrößen und andere Sachen. Ja? Das heißt, User-Einstellungen sind nicht nur Sprachelemente, sondern auch Befugnisse. Welche Art, da wird festgelegt in der Einstellung, welche Art von Produkte darf dieser User anbieten, welche nicht. Eine andere Sache ist so, manche User kriegen gewisse Warnungen, die andere nicht sehen. Also zum Beispiel Anfänger sehen meistens mehr Warnungen als Profi-User, weil die Profi-Users, die Warnungen stören sie immer und dann werden sie bei denen ausgeschaltet, weil der Profi-User weiß, okay, ich darf dies und jenes nicht anbieten. Zusätzlich hat jeder Nutzer einen Ordner hier und da drin wird die Arbeit des Nutzers gespeichert. Also zum Beispiel hier in dieser einfachen Demo kann man zum Beispiel PDFs erzeugen von der Maske und diese PDFs werden dann in diesem Ordner gespeichert. Probieren wir es mal aus. Ich drücke einfach auf den Knopf PDF und wenn ich jetzt in dem Ordner gehe, dann habe ich jetzt hier die PDF, die ich gerade erzeugt habe.